Hallo Leute, heute geht es darum, wie man auf eine Freiformoberfläche eine Gravur bekommt. Also ihr seht hier so eine kleine Oberfläche, die ist gewölbt, also alles andere als eben. Und da möchte ich gerne eine Gravur reinfräsen. Ich kann das auch mal hier laufen lassen, wie das dann der Fräser ungefähr machen soll. Man sieht, dass er immer die gleiche Tiefe hat, egal an welcher Position der Fräser gerade ist. Und wie man das macht, das will ich heute mal zeigen. Zunächst gleich noch mal ein bisschen was zu dieser Oberfläche. Also diese Oberfläche, die kommt aus einem Scan von einer CNC-Maschine. Man kann es hier so ein bisschen erkennen. Da wurde linienförmig Punkte abgefahren, also immer in bestimmten Abständen. Da wurde ein Punkt ermittelt, also für diese Koordinate, der Z-Wert bestimmt, für diese, diese und diese. Und das mache ich genau auf drei Linien. Also hier gibt es nochmal eine Linie mit vier Punkten und da gibt es auch nochmal eine Linie mit vier Punkten. Das wurde dann zu einer Textdatei gespeichert von der Fräsmaschine, von einem kleinen Skript. Und dann sieht das ungefähr so aus. Also ich habe für den ersten Punkt da vorne eine Koordinate x1, y1 und z1,2. Der nächste Punkt liegt ein bisschen tiefer, also 1 in x, 2 in y und nur 1,1 in z. Und so ist es im Prinzip angeordnet. Und jetzt geht es darum, zum einen, wie kriege ich aus diesen Punkten, die ich quasi auf der CNC-Maschine abgetastet habe, eine Oberfläche hin. Und anschließend dann die Gravur in das Bauteil. Ich gehe dazu folgendermaßen vor. Also ich erstelle in Fusion ein Python-Skript, was hier Zeile für Zeile liest und mir aus einer Zeile einen 3D-Punkt macht. Und dann habe ich die Möglichkeit in Fusion über die Bibliothek, also die Schnittstelle, die die Programmierer von Fusion zur Verfügung stellen, aus diesen Punkten mir einen Spline zu erzeugen. Das wäre dann quasi so eine Linie, diese blaue hier oben zum Beispiel. Und das mache ich in diesem Fall, mache ich das dreimal. Also ich habe insgesamt drei Splines. Da ist noch einer und da ist noch einer. Und dann werde ich von dem einen Spline auf dem anderen eine Fläche generieren. Und das kann man mit der Loft-Funktion oder Erhebung-Funktion machen. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wie das in einem Skript aussehen würde. Dazu wechsle ich jetzt erst nochmal in die Konstruktion. Und ich gehe vielleicht auch gerade mal in eine leere Konstruktion, damit ihr seht, was da jetzt gemacht wird. Ich gehe jetzt mal mit Shift S zu den Skripten und Zusatzmodulen. Und hier haben wir jetzt dieses Modul, was ich geschrieben habe, um aus diesen Punkten, die ich euch gezeigt habe, also diesen Punkten hier, diese Splines zu erzeugen und die Oberfläche. Ich lasse es erstmal einfach nur rennen und nachher schauen wir mal rein. Also ich komme in Dialog rein und hier werde ich nach dieser Punkteliste gefragt. Das ist diese Liste gewesen, die habe ich hier eingegeben. Und ihr seht schon, er erzeugt mir jetzt hier diese Oberfläche daraus. Und das wäre die Oberfläche von meinem Bauteil, was ich auf der CNC-Maschine abgetastet habe. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt aus diesem Bauteil noch einen Körper erzeugen, bevor wir dann eine Gravur reinmachen können. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns jetzt erstmal gleich das Skript an. So, im Skript gehe ich dann auch nochmal auf die groben Züge ein, aufs Detail werde ich da jetzt nicht hundertprozentig eingehen. Also hier oben steht nochmal, was es macht. Also wir importieren diese 3D-Punkte aus der CSV-Datei, die ich eben gezeigt habe. Aus diesen 3D-Punkten erzeugen wir Splines und das Ganze machen wir dann über eine Erhebung zu einer Fläche. Wir müssen im Skript ein paar Sachen einbinden, das ist so Standard bei den Skripten für Fusion. Das sind Bibliotheken, damit wir Zugriff auf die Objekte bekommen, die wir in Fusion brauchen. Hier ist dann der Programmeinstiegspunkt, also da fängt das Programm dann an. Und wir gucken uns jetzt mal im Groben den ersten Teil hier oben nur an.
weil das ist eigentlich bei den ganzen Applikationen, die man dann in Fusion schreibt, sehr ähnlich. Man braucht halt eben bestimmte Objekte, um auf Dinge zuzugreifen. Und was wir jetzt als erstes brauchen, das ist eine Skizze. Also wir müssen eine neue Skizze erstellen. Und auf dieser Skizze müssen zunächst die Splines gezeichnet werden. Und wenn wir die Splines da gezeichnet haben, dann können wir das mit einer Erhebung verbinden. Und diese ersten Schritte sind eigentlich jetzt nur dafür da, um die entsprechenden Objekte von Fusion zu bekommen. Und wir brauchen aus der aktiven Konstruktion, aus dem aktiven Design, brauchen wir die sogenannte Root-Komponente und über die können wir auf die Skizzen zugreifen. Ich will auch mal drauf gehen hier, die Root-Komponente, da steht's, na, da steht nicht viel, aber bei den Sketches steht schon ein bisschen was dabei. Also ich greife auf diese Root-Komponente von dem aktiven, von der aktiven Konstruktion zu und füge jetzt hier in diesem Fall einen neuen Sketch hinzu. Das sind so die ersten Schritte, die da oben passieren. So, dann gehen wir mal schon gleich weiter zu diesem File-Dialog, den wir eben auch gesehen haben. Also wir müssen jetzt hier Fusion noch sagen, welche Datei soll er denn auslesen? Also mir war es ja diese Points-CSV-Datei, die er auslesen soll. Dafür wird ein Dialog eröffnet. Das heißt, es geht ein Fensterchen auf, wo ich dann halt eben im Explorer die Datei aussuchen kann. Wenn ich die ausgesucht habe und mit OK bestätigt habe, dann würde im Prinzip die Datei hier stehen, also die Referenz auf eine Datei oder ein File-Händler, würde man vielleicht genauer sagen. Aber ich sage einfach mal, die Datei würde im Prinzip hier drinnen stehen. Und mit dem nächsten Schritt wird jetzt versucht, diese Datei zu öffnen mit dieser Zeile. Und dann müssen wir, bevor wir mit der Datei weitermachen, uns noch ein paar Listen anlegen. Und zwar müssen wir die Punkte ja irgendwie abspeichern. Wir müssen daraus Punkte machen, müssen die in der Liste ablegen. Da seht ihr jetzt hier, also hier wird eine Liste für die Punkte erzeugt. Da gibt es hier halt eben schon Vorgaben von den Programmierern, wie man so eine Liste erzeugen kann, indem man Objekte reinlegen kann, die man fürs Zeichnen jetzt braucht. Und das ist halt eben das Object Collection.create. Damit kann man diese Listen erzeugen. Einmal für die Punkte und einmal für die Splines. So, und dann geht es hier an dieser Stelle geht's jetzt los mit dem Lesen. Ich lese die erste Zeile. Also ich lege das nochmal so ein bisschen hier rüber. Ich lese die erste Zeile von der Datei. Bei mir wäre das diese hier. Und von Informationen her steht hier ja der X-Wert, der Y- und der Z-Wert. Und das müssen wir jetzt in der ersten Zeile verarbeiten. Also diese komplette erste Zeile steht dann quasi in Line drin, als Text oder als String. Hier wird nur eine kleine Variable angelegt, in die wir gleich Daten reinlegen. Das ist ein Array, also kann sich auch wieder vorstellen wie eine Liste. Man kann mehrere Werte hintereinander da reinlegen und auf die auch wieder später zugreifen. Ja, und dann kommt eine Schleife, die läuft im Prinzip über alle Zeilen. Und wenn ihr bei mir mal reinschaut, hier ist dann da vorne ist es ja durchnummeriert. Meine Datei hätte jetzt 15 Zeilen. Also würde das, was jetzt hier drunter steht und eingerückt ist, genau 15 Mal ausgeführt. Beim ersten Mal wird die erste Zeile verarbeitet. Und jetzt gibt es hier eine Split-Funktion, die trennt die erste Zeile an einem Komma. Wir haben ja eine CSV-Datei, Komma Separate Values, dafür steht ja CSV. Und die einzelnen Werte sind durch ein Komma getrennt und dieses Split macht im Prinzip jetzt drei einzelne Werte aus dieser Textzeile und speichert die hier in einem Array. Und wir können später über dieses Array auf die einzelnen Werte direkt zugreifen. Was wir noch machen müssen, ist quasi eine Umwandlung, weil alles, was in der Textdatei drin steht, ist erstmal Text und wir brauchen Zahlen, wir brauchen Kommazahlen und das schauen wir uns jetzt gleich an. Also wir müssen jetzt die Werte noch umwandeln, x, y, z in sogenannte Float-Werte, das sind Zahlenwerte mit einem Komma. Es gibt wieder eine Schleife und die läuft jetzt im Prinzip über dieses Array, was wir vorher hier erzeugt haben mit dem Split. Und da sind ja drei Werte drin, also x, y, z. Das heißt, diese Schleife läuft dreimal durch und nimmt sich zuerst den x-Wert. Den schreibt sie hier in diese Variable rein und der wird konvertiert nach einem Float. Beim zweiten Durchlauf wird quasi der y-Wert hier in dieser Variable stehen. Und er wird konvertiert zu einem Float und im letzten Durchlauf der Z-Wert.
Das ist das, was diese Schleife eigentlich macht. Die liest die Werte aus und wandelt sie halt eben in Zahlen um, die Texte in Zahlen. Wenn wir jetzt diese drei Werte vorliegen haben als Zahlen, dann können wir damit einen 3D-Punkt in Fusion erzeugen. Das wäre dann diese Zeile hier. Da wird jetzt ein Punkt aus diesen Floating-Werten, aus dem XYZ-Wert erzeugt und wird hier in der Variable Point gespeichert. Das wäre jetzt in unserem Fall die erste Zeile, damit auch der erste Punkt, und der erste Punkt wird in die Liste Points reingelegt. Ja, dann wird hier noch was gelöscht, dieses Array Data wird noch gelöscht und dann gehen wir im Prinzip jetzt hier in die nächste Zeile rein. Jetzt wird quasi der zweite Punkt erzeugt. Es wird vorher nochmal geprüft, ob das jetzt hier so eine Zeile ist mit Create Spline. Also ich kann nochmal kurz rüberschieben. Ich habe jetzt bei meiner Abtastung ja auch relativ wenig abgetastet. Ich habe für eine Zeile, also für einen Spline, nur 4 Punkte. Und wenn ich quasi so eine Zeile abgetastet habe und dann in die nächste Zeile wandere, für den nächsten Spline, dann habe ich dazwischen diese Information Create Spline geschrieben. Und wenn das Programm liest, weiß es, okay, wenn jetzt Create Spline kommt, muss ich aus diesen Punkten, die oben drüber stehen, muss ich einen Spline erzeugen. Also es gibt keine weiteren Punkte mehr für diesen Spline, sondern der Spline ist abgeschlossen. Und wenn jetzt mein Programm diese Zeile liest, weiß es das und erzeugt aus diesen Punkten einen Spline. Danach würde es dann diese Punkte einlesen, kommt wieder zu dieser Zeile, da fehlt mir ein E, und würde dann hier halt eben auch wieder ein Spline erzeugen und das Ganze noch einmal. So, also hier wird abgefragt, ob die Zeile ein Spline ist. Wenn es das wäre, müsste man ja den Spline erzeugen. Ich habe bisher erst eine Zeile, also einen Punkt erzeugt. Da würde es sowieso noch gar nicht gehen, ein Spline zu erzeugen. Deswegen wird das, was hier drin steht, nicht ausgeführt, weil ja in der Zeile, die wir gerade gelesen haben, das wäre diese Zeile 2, wären wir dann, diese hier, da stand ja nicht drin Create Spline. Also machen wir das nicht, was da drin steht. Das wird nur gemacht, wenn diese Bedingung hier oben zutrifft. So, jetzt kann man mal im Einrücken gucken. Ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende von dem ersten Schleifendurchlauf. Ja, wir sind am Ende. Wir hatten die nächste Zeile, die zweite Zeile eingelesen und für die zweite Zeile wird es im Prinzip ab hier wieder das gleiche gemacht. Es wird gesplittet in die drei Werte. Die drei Werte werden in Kommazahlen umgewandelt, es wird ein Punkt gemacht und so weiter. Wenn wir jetzt die ersten drei Punkte haben, dann würde das ja zutreffen. Dann kämen wir zur vierten Zeile, da steht Create Spline drin. Und jetzt würden wir aus diesen Punkten, die ja in Points drin stehen, würden wir jetzt auf unseren Sketch einen Spline zeichnen aus diesen Punkten. Danach wird wieder gelesen und dann kämen im Prinzip die Punkte für den nächsten Spline. So, das mache ich halt eben, bis alle Punkte verarbeitet sind. Und wenn wir das haben, haben wir im Prinzip schon unsere drei Splines, also wir hätten jetzt schon drei Linien auf unserer Skizze. Und jetzt brauchen wir noch eine Verbindung zwischen den Linien, also eine Fläche. Und das macht man mit dem Loft oder in Deutsch heißt es ja Erhebungswerkzeug. Auch da werde ich jetzt nicht so genau drauf gehen. Man kann jetzt hier über diese Sections füge ich jetzt quasi diesem Loft die einzelnen Splines hinzu, die er verbinden soll. In unserem Beispiel hätten wir jetzt drei Splines. Das wird jetzt wieder in dieser Schleife gemacht. Wir nehmen jetzt den ersten Spline. Adden den zu diesem Loft-Objekt, zum Loft-Section-Objekt. Also gibt es hier verschiedene Abschnitte von dieser Oberfläche, oder von diesen Linien, die zu einer Oberfläche verbunden werden. Und da kommen unsere drei Splines nacheinander rein. Ja, und zum Schluss wird dann hier noch dieser Spline erzeugt. Und dieser Loft, Entschuldigung, dieser Loft erzeugt, diese Erhebung erzeugt. Und damit wären wir mit dem Skript schon durch und hätten unsere Fläche erzeugt. In Fusion können wir eine Gravur nur in den Körper erstellen. Deswegen müssen wir jetzt noch gucken, dass wir aus dieser Fläche noch irgendwie einen Körper machen.
Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Also ich mache das jetzt so, ich nehme mir hier eine Skizze unten drunter, lege ich mir einfach eine neue Skizze an, werde dann den Punkt hier und den Punkt da hinten, den habe ich mir runter projiziert, nach da und nach da hinten und zeichne dieses Rechteck. Und mit einem Extrusion kann ich jetzt einfach diese Fläche auf diese Fläche, die wir hier oben erzeugt haben, extrudieren. Und damit hätte ich dann schon den Körper, den ich brauche. Diese Fläche kann ich jetzt erstmal ausblenden. Und ich will jetzt hier ja meine Gravur reinmachen. Dazu mache ich im nächsten Schritt noch einen kleinen Versatz. Auf diese Versatzebene kommt dann der Text drauf, den ich eingravieren will. Mal in die Skizze reingehen. Oder oben drüber würde jetzt stehen. Es ist im Prinzip egal, wie weit er oben drüber ist. Muss nur irgendwie oben drüber sein. Und jetzt will ich quasi von oben die Buchstaben hier in diesen Körper reindrücken. Damit ich jetzt aber die überall gleich dick habe, nachher brauche ich nur eine Versatzebene zu dieser Oberfläche. Also ich werde jetzt nur einen Versatz anlegen. Das wäre jetzt diese Fläche hier. Und man kann erkennen, dass die, das sieht jetzt nicht so richtig gut, die ist hier um 1 mm zu der Oberfläche versetzt, die Versatzebene. Versatzfläche, also diese Versatzfläche findet er hier oben bei Fläche und dann hier Versatzfläche. Die habe ich da eingefügt. Die versetze ich jetzt um die Tiefe, die die Gravur halt eben haben soll. Bei mir soll 1 mm eingraviert werden. Deswegen habe ich die Fläche genommen und die um 1 mm nach unten gesetzt. So, also ich habe jetzt diesen Text nach unten extrudiert. Und zwar bis auf die Versatzebene. Und dann beim Extrudieren einfach ausschneiden ausgewählt. Ja, und damit hat man den Text drinne und jetzt kann man hingehen und kann im CAM, also beim Fertigen, kann man das jetzt hier einfach als Tasche fräsen. Also man wählt eine Tasche aus und wählt bei der Tasche halt eben diese Kontur aus und damit lässt sich es dann fräsen. Je mehr Abtastpunkte man natürlich nimmt, umso genauer wird das Ganze auch werden. Ich habe ja relativ wenige jetzt bei diesem kleinen Beispielchen hier genommen, um das ein bisschen übersichtlich zu behalten. War jetzt eine ganze Menge Theorie. Ich hoffe trotzdem, der ein oder andere konnte ein bisschen was mitnehmen. Ja, und würde mich auch über Rückmeldungen freuen. Danke, ciao.